Schwester Piro. Wirklich ultra schön die Batterie. Klein, aber fein. Wirklich Wahnsinn. So, das war die Schwester Piro. Ja, was soll ich dazu sagen? Wenn man ein Produkt bewertet, dann muss man ja auch immer das Preis-Leistungs-Verhältnis in Betracht ziehen, beziehungsweise darf man ja nicht außer Acht lassen. Und ich tue mir bei dieser Batterie relativ schwer, eine fundierte Wertung abzugeben. Mir persönlich, ihr kennt ja das persönliche Feeling, wenn man etwas anzündet, dann spürt man dabei ja gewisse Gefühle, beziehungsweise entweder es fasziniert oder es ist einfach ganz normal oder man ist enttäuscht. Ja, so. Bei mir war es tatsächlich so ein Mittelfeld. Ich habe nicht viel oder nichts Großes erwartet, da der Preis jetzt auch nicht hoch angesetzt ist. Ja, könnte sich natürlich dieses Jahr wieder ändern, das wissen wir ja. Aber letzten Jahres ausgehend war das tatsächlich von der Erwartungshaltung ganz normal. Ja. Und da kann ich ganz ehrlich sagen, die Batterie vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist in Ordnung, die Standzeit ist okay, die Ausbreitung ist für mich etwas lasch, was wirklich lasch, was den Knall angeht, lasch, was die Ausbreitung angeht, ja, aber kommen wir jetzt wieder zum Preis zurück, für den Preis geht es absolut in Ordnung, ja, es gibt Batterien, die sind besser. Aber dazu werdet ihr in den nächsten Videos mehr erfahren. Ich werde jetzt nach und nach Produktvideos hochladen. Ich habe einiges aufgenommen letzten Jahres. Genau, auf jeden Fall, das ist jetzt schon mal eins davon. Und wie viele Punkte vergebe ich für die Schwester Piro von Nico Feuerwerk? 0, das schlechteste, 10 das beste. Ich gebe 6 Punkte. Ja, ganz einfach, weil das Feeling war für mich einfach normal, nichts Besonderes. Und wie gesagt, diese Laschheit, ja, die hat es bei mir etwas erdrückt, das gesamte Fazit der Batterie. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr diese Batterie gefunden habt. Wenn ihr mich fragt, werde ich mir diese Batterie dieses Jahr wieder kaufen, dann sage ich nein. Da gibt es bessere Alternativen, aber die werdet ihr auch in den nächsten Videos sehen. Ich wünsche euch nur das Beste, euer Piro Adler 98. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, an Silvester, da hat es mich blöderweise etwas erwischt vom Hals her. Demnach konnte ich da nicht ganz so gut reden. War natürlich ein Verhängnis für mich, weil ich da einiges an Videos aufgenommen habe. Aber sei es drum, es geht ja eher um die Raketen und nicht um meine Stimme. Was ich nochmal anmerken wollte, ich denke, das hat man im Video echt gut erkannt, dass die Goldrauschraketen von Weco, die man eben beim Lidl bekommt, dieses Jahr wahrscheinlich so ab 19 Euro, muss man sehen, dass sie wirklich enorm überzeugt haben. Die können meines Erachtens, schreibt mir doch bitte gerne in die Kommentare, wie ihr die Raketen im Vergleich zu Nischenprodukten bzw. Firmen seht. Ja? Wie zum Beispiel im Vergleich zu Funke-Raketen oder zu Zink-Raketen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, im Vergleich zur Zink Z1, das sind ja die Bouquet-Raketen, waren die Goldrausch-Raketen tatsächlich nicht mal unterlegen. Das muss man einer massenwahren Firma, wie es Weco Feuerwerk ist, erstmal lassen. Also die haben mich wirklich überzeugt und wenn man live dabei ist, dann kann man es natürlich besser beurteilen.
nicht nur die Ausbreitung, sondern auch vom Knall her ja, einfach deftig. Und deshalb werde ich mir dieses Jahr auf jeden Fall nochmal holen. Ja, genau. Ich wünsche euch natürlich nur das Beste und so langsam geht's natürlich wieder los mit den schönen Videos. Freut euch drauf. Euer Pyroadler 98.